Уважаемая госпожа федеральный канцлер, дамы и господа. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Damen und Herren. Heute haben Frau Merkel und ich Kränze am Grabmal des unbekannten Soldaten niedergelegt und den Opfern des großen Vaterländischen Krieges gedacht, der eine große Tragödie für die ganze Welt und unsere Völker war. Wir standen einig in der Bewertung dieser Ereignisse und den Lehren, die wir aus ihnen ziehen müssen. Die heutige gemeinsame Zeremonie erinnert uns an den schwierigen Weg, den Russland und Deutschland im Namen der Versöhnung gegangen sind. Es wandelten sich verhärtete Verbitterung zu gegenseitigem Verständnis und Zusammenarbeit. Ich danke der Bundeskanzlerin für ihre aufrichtigen Worte des Bedauerns für die Verbrechen, die Nazi-Deutschland gegen unsere Bürger begangen hat. Die Bundeskanzlerin und ich hatten grundsätzliche Gespräche und diskutierten eine große Bandbreite internationaler Angelegenheiten. Es ist kein Geheimnis, dass die russisch-deutschen Beziehungen momentan nicht ihre besten Zeiten haben, wegen der verschiedenen Positionen im Hinblick auf die Ukraine. Unser bilateraler Handel sank 2014 um 6,5%, der erste Rückgang in den letzten 5 Jahren. Der Rückgang übertraf 35% in den ersten 2 Monaten dieses Jahres. Diese Situation ist weder im Interesse von Russland noch von Deutschland. In dieser Hinsicht muss ich sagen, dass die Wirtschaftsleute in Deutschland selbst gerne eine Räumung dieser künstlichen Barrieren sehen würden, um unseren gegenseitigen gewinnbringenden Handel und unsere Wirtschaftsbeziehungen zu entwickeln. Wirtschaftsleute sind von ihrer Natur pragmatisch. Sie verlassen deshalb den russischen Markt nicht und beurteilen die aktuellen Möglichkeiten für ein erfolgreiches Geschäft. Mehr als 6.000 deutsche Unternehmen haben in die russische Wirtschaft mehr als 21 Milliarden US-Dollar investiert. Ich erinnere daran, dass 100 deutsche Firmen allein beim Ausbau der Infrastruktur der Olympischen Spiele in Sotschi beteiligt waren. Ihre Verträge waren zusammen 1,5 Milliarden Euro wert. Und nach getaner Arbeit haben sie ihren Lohn wie vereinbart erhalten. Es gab andere Gebiete, in denen die Abkühlung unserer bilateralen Beziehungen, unserer Geschäftsbeziehungen betroffen hat. Es gibt aber auch Bereiche, die sich weiterentwickeln. Die regionale Kooperation ist ein solcher Bereich. Zum Beispiel haben 23 russische Regionen einen stabil laufenden Kontakt mit 14 Regionen in Deutschland. Eine große Konferenz von Partnerstädten ist Ende Juni in Karlsruhe geplant. Etwa 100 Partnerstädte wollen daran teilnehmen. Wir entwickeln das Potenzial unserer Partnerschaft im kulturellen und humanitären Bereich. Wir ziehen 2014 und 2015 ein Resümee der wechselseitigen Beeinflussung der russischen und deutschen Sprache und Literatur. Etwa 200 Veranstaltungen wurden als Teil dieses Programms organisiert. Viele davon konzentrieren sich auf die Jugend unserer Länder. Daraus entstand die Idee, 2016 ein Jahr des Jugendaustauschs zu organisieren. Ich denke, das ist eine wichtige Initiative, auf die wir uns in der Zukunft konzentrieren müssen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es unseren beiden Ländern schon gelungen ist, eine konstruktive Zusammenarbeit unter viel härteren Bedingungen zustande zu bringen, in schwierigeren Zeiten als der heutigen Situation, in Zeiten, in denen es aussah, als ob uns unüberbrückbare ideologische Barrieren entzweien. Ich werde darauf nicht näher eingehen, ich denke, Sie wissen alle, wovon ich spreche. Natürlich hat sich unsere Diskussion über internationale Angelegenheiten vor allem auf die Ukraine konzentriert. Frau Merkel und ich sind bei diesem Problem in regelmäßigem Kontakt, wie unseren gemeinsamen Gesprächen mit dem französischen und ukrainischen Präsidenten im Normandie-Format, die sich als ein ziemlich effektives Instrument zur Beilegung des Konfliktes im Donbass erwiesen haben. Ja, es ist die Wahrheit, dass unsere Beurteilung der Ereignisse, die im Februar 2014 in der ukrainischen Hauptstadt zu einem verfassungswidrigen Staatsstreich führten, auseinandergeht.
Aber gleichzeitig bin ich mir sicher, dass sie alle zustimmen werden. Und die Teilnehmer an den Friedensgesprächen betonen das ständig, dass es keine Alternative zu einer friedlichen diplomatischen Lösung gibt. Um eine solche zu erreichen, müssen wir voll und ganz die Minsker Vereinbarung vom 12. Februar dieses Jahres einhalten. Ich erinnere Sie daran, dass der Friedensprozess ein Paket von Maßnahmen ist, die alle wichtige Aspekte für eine Lösung sind: politische, militärische, sozioökonomische und humanitäre. Ich denke, wir haben allen Grund zu sagen, dass der Minsker Prozess Fortschritte macht, nicht ohne Schwierigkeiten auf dem Weg, aber es geht voran. Sie wissen, dass nach dem 12. Februar, trotz aller Probleme in der südöstlichen Ukraine, die Situation dort ruhiger wurde, wenn wir auch immer noch von Problemen dort wissen. Ich glaube fest daran, dass der einzige Weg für eine zuverlässige und dauerhafte Lösung der direkte Dialog zwischen Kiew, Donetsk und Lugansk ist. Ich denke, das ist eine der Schlüsselbedingungen für eine Lösung generell. Ich denke außerdem, dass es wichtig ist, das Wirtschaftsembargo zu beenden, die finanziellen Beziehungen zwischen den Banken wiederherzustellen und eine Verfassungsreform unter Einbeziehung der südöstlichen Regionen auszuarbeiten. Die Minsker Vereinbarung vom 12. Februar deckt all diese Bereiche ab und ich sage, sie muss jetzt umgesetzt werden. Wir sind glücklich, dass wir, als wir nach den Gesprächen im Normandie-Format vom 30. April ein weiteres Telefonat führten, 4 Arbeitsgruppen einrichteten, um bestimmte Aspekte bei der Abwicklung des Friedensprozesses anzugehen. Sie nahmen am 6. Mai in Minsk ihre Arbeit auf. Wir werden alles tun, um ihre Arbeit effektiv zu machen, wobei der Erfolg von allen Leuten mit Macht abhängt, zuallererst von den Autoritäten in Kiew. Wir werden allen möglichen Einfluss auf die Autoritäten in Donetsk und Lugansk ausüben, um zu gewährleisten, dass dieser Prozess in der erhofften Geschwindigkeit und Qualität abläuft. Frau Merkel und ich waren uns einig, im Hinblick auf die Krise in der Ukraine enger zusammenzuarbeiten, auch durch das Normandie-Format. Wir sprachen über unsere bilateralen Beziehungen und über die Notwendigkeit, weiter über das Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der Europäischen Union und dessen Auswirkungen auf unsere Wirtschaftsinteressen zu reden. Ich möchte Sie davon informieren, dass eine russische Delegation unter Leitung des Wirtschaftsministers vom 17. bis 19. Mai nach Brüssel reisen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Мая этого года в Брюссель должна выехать наша делегация во главе с министром экономического развития. Спасибо за внимание. Ja, meine Damen und Herren, уважаемые дамы и господа, я